Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Ihr könnt schon sehen. Hydropi ist heute dran. Wir haben die Tage davor Flamly zu Logok entwickelt und Gekkabor zu Gewaltro. Und jetzt Hydropi zu Sumpex. Von dem habe ich leider kein 100er. Habe ich leider verpasst. Aber keine Sorge, die Starter werden einem so hinterhergeschmissen. Der wird schon noch kommen. Aber heute nur für den Pokédex entwickle ich einfach mal einen relativ schlechten. Zweiter Satz nur. Wenigstens Attack 15 und relativ hohe CP, damit ich dann wenigstens irgendwas mit ihm anstellen kann und dann ein bisschen kämpfen zumindest mit hoher CP dann und Attack 15. So. Einmal Nest abgecheckt, ansonsten die ganzen Bonbons vom Event jetzt halt geholt. Die erste Entwicklung direkt am ersten Tag gefangen. So, den haben wir schon. Keine Ahnung, wie der heißt. Und los geht's. Neuer Deckseintrag. Der, also der Titel wird dann eh wahrscheinlich lauten, ist er besser als Turtok oder so. Damit es einfach zu den anderen passt, aber der ist auf jeden Fall besser als Turtok. Und besser als Impergator. Bam. Alle drei jetzt. So. Man kann ihn entweder auf zwei Wasserattacken machen oder zwei Bodenattacken. Zwei Boden anscheinend besser. Am Moment, ich schaue das mal ganz schnell nach. So, die zweite Entwicklung heißt übrigens Mogabel. Beste ist laut Gamepress zwei Wasser. Und danach kommt zwei Boden. Ich will jetzt kein TM für ihn verschwenden, also kein Ladetm. Deswegen mache ich den auf zwei Wasser. Weil von den schnellen TMs, die kann man gerne hergeben. So, ihr könnt sehen, ohne Pushen bereits 2, 3, 4, 3. Ich glaube, Turtok kommt Max nicht mal so hoch. Oder wenn, dann ganz knapp drüber. So, Mudshot weg. Und jetzt kann er zwei Wasserattacken: Aquaknarre und den Surfer. Ist nicht schlecht, Moment. Schauen wir den nochmal genau an. So, da haben wir ihn. Leider kein 100er, aber zum Kämpfen mit zwei Wasserattacken reicht es auf jeden Fall. Werde ich demnächst ein bisschen testen. Wobei ich natürlich meine Gyarados habe, meine neuen Lieblinge für Wasser. Also das war's von mir. Das letzte Video, die letzte Entwicklung von den drei Startern von Gen 3. Schreibt unten in die Kommentare, ob ihr schon einen Sumpex habt. Wenn ja, wie gut ist es und wie gefällt es euch? Welche von den drei ist euer Liebling? Logok, Gewaltiro oder Sumpex? Meiner, wahrscheinlich auf jeden Fall Logok. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Checkt den Shop ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Fast vergessen. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.